Hallo und willkommen zu einem weiteren Video, was auf dem Golfplatz wirklich funktioniert. Golf ist ein Zielspiel, das vergessen viele Leute. Man will ja den Ball an ein Ziel bringen. Du musst also, wenn du auf den Golfplatz gehst, auch so lernen zu denken. Was meine ich damit? Stell dir vor oder mach das gleich. Nimm ein Blatt Papier und mach da einen Ball daraus, such dir irgendetwas aus und wirf dann diesen Knäuel Papier an dein gewünschtes Ort. Wo war deine Aufmerksamkeit? Sicher nicht bei der Bewegung, sondern beim Ziel. Und wenn du deinen Körper beim Golfen in Ruhe lässt, damit er in Ruhe die Bewegung ausführen kann, weil du gedanklich beim Ziel bist, wirst du garantiert besser Golf spielen. Jetzt gibt es einige von uns, vor allem Pros, die haben so lange Sachen geübt, wie Draw, Fade, hoch, flach, aus dem Bunker spielen, mit Spin, ohne Spin, im Kurzspiel verschiedene Golfschläge, mit Schnitt, ohne Schnitt. Und wir wissen, wie wir unseren Körper bedienen müssen, damit wir die einzelnen Golfschwünge ausführen können und greifen somit auf eine Erfahrung zurück, auch mit Gefühl, und rufen das nachher, wenn wir spielen wollen, beim nächsten Schlag so aus, damit wir diesen Ballflug bekommen, den wir haben möchten. Das ist aber stundenlang geübt und anschließend auf dem Golfplatz zuerst erprobt, bevor es dann auch am Turnier scharf ausgeführt wird. Und auch da klappt es nicht immer, das sieht man ja auf den Profitouren sehr gut. Auch diese verfehlen zwischendurch unglaublich ihre Schläge, sei das auf dem Abschlag, unterwegs, bei einem Transportschlag an einem Par 5 oder bei einem Par 4, wenn man den Ball auf das Grün spielen will, dass man ans Grün verfehlt, im Bunker landet oder im Wasser nachher ist und so weiter und so fort. Und anschließend ja auch beim Putten, wo man versucht, eine gewisse Linie zu spielen, weil man was gelesen hat und schlussendlich der Ball gar nicht dahin geht oder zu kurz oder zu lang ist, weil das Tempo nicht gestimmt hat. Golf als Glücksspiel zu bezeichnen, ist nicht richtig. Das meiste ist schon kontrolliert und versuchen wir ja eigentlich zu planen und dann erfolgreich umzusetzen. Aber manchmal gibt es Situationen, wo der Ball runterkommt, dann springt er auf die falsche Seite, anstatt auf die richtige Seite. Wenn er auf die richtige Seite springt, dann hatten wir Glück im Spiel. Wenn er auf die falsche Seite springt, logischerweise Pech. Somit gehören eigentlich beide Komponenten zum Spiel. Vor allem, wenn man links Golf spielt, da gibt es unglaubliche Sachen. Da kann man gute Schläge machen und am Schluss trotzdem im Elend sein. Und dies emotional und geistig auch zu verarbeiten, an sich zu glauben, weiterzukämpfen, macht einem hier nur stärker. Ja, so traurig wie das manchmal ist, was da einem passieren kann. Man muss lernen, damit umzugehen. Somit ist Golf definitiv nicht ein Glücksspiel, aber zwischendurch hilft es. Ich war zum Beispiel schon dabei, da wurde ein Hole-in-One gespielt, da war der Ball nicht einen Meter in der Luft, sondern der ging von der Teebox flach nach vorne und verschwand dann im Loch. Was willst du machen? Das war ein Schlag. Du kannst den im Flug versuchen einzulochen. Sieht anders aus. Das Resultat ist am Schluss das gleiche. Der eine hatte Glück, der andere hatte vielleicht mehr Können. Auch hier braucht es natürlich mehr Glück, dass die Bälle auf beide Art und Weise ins Loch gegangen sind. Ich hoffe, du verstehst den Zusammenhang zwischen Glück und Pech, lernst damit umzugehen, steckst das weg, fokussierst dich auf den nächsten Schlag und weiter geht's. Was ich dir auch noch auf den Weg mitgeben möchte, ist, dass man nicht unbedingt jeden Tag trainieren muss, um besser zu werden. Sondern es geht eigentlich darum, dass wenn man weiterkommen will im Golf, dass man sich regelmäßig und qualitativ hochstehend mit dem Spiel auseinandersetzt. Also Quantität, möglichst viele Golfbälle, möglichst 4 Stunden zu trainieren und so weiter und so fort. In einer Woche an einem Stück würde dich weniger weit bringen, als wenn du jeden Tag eine halbe Stunde etwas machen würdest, am einen Tag ein bisschen putten und die richtigen Übungen, am nächsten Tag vielleicht ein bisschen chippen,
am übernächsten Tag konzentrierst du dich mehr auf das lange Spiel oder du verbindest zwei miteinander, bis 10 Minuten da, 10 Minuten hier und am Schluss der Woche kommst du auch auf 4 Stunden. Wer das so macht, der wird schneller besser werden, wenn man sich regelmäßig mit der Materie auseinandersetzt, als wenn man jetzt einfach 4 Stück am Block trainieren würde. Zum Schluss noch der perfekte Golfschwung. Viele denken, dass sie einen perfekten Golfschwung ausführen müssen. Das ist eigentlich nicht so. Wenn du schaust, geht es ja darum, dass du einfach eine Bewegung machen kannst. Überlass deine Augen-Hand-Koordination deinem Kopf, damit er deinen Körper richtig bedienen kann. Verbessere dich im Training, wenn du besser schwingen willst. Und wenn du mehr trainierst und die richtigen Übungen machst, dann wird mit der Zeit dein Golfschwung sich dahin formen, wo du ihn gerne haben möchtest. Was die Länge betrifft, kann man sagen, wer nicht so lange im Spiel ist, der kann versuchen, mehr gerade Bälle abzugeben. Wer weit schlagen kann, und jetzt spreche ich von weit, wenn dein Eisen 7 150 Meter oder mehr Carry hat, dann solltest du dich besser auf eine Seite fokussieren, konzentrieren, also dass du die Bälle von links nach rechts oder von rechts nach links spielen tust, weil du somit mehr Ballkontrolle erreichen wirst, als wenn du versuchst, gerade zu spielen und hier die Schlagfläche zusammen mit der Schwungbahn im Treffmoment nicht immer ideal sind, dann hast du hier zu große Abweichungen und wird wohl schwierig, das Ganze so zu koordinieren, wenn du gerade sein möchtest. In diesem Sinne leite dieses Video einem Freund weiter, dem das helfen kann. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.